Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Wilde Zeiten. Junge Filme in Berlin. Real Humans. Menschenbilder in der digitalen Welt. Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Meine Damen und Herren, Sie sitzen vor Ihrem Fernseher und kommentieren das Programm oder erzählen einander intime Dinge. Und der Fernseher zeichnet Ihre Worte auf und schickt diese an einen Dritten. Science Fiction? Nein, Realität. Das südkoreanische Unternehmen Samsung warnt seine Käufer sogar explizit vor dieser technischen Möglichkeit. Heute ist Safer Internet Day. Er soll dazu beitragen, dass gerade junge Menschen über die Konsequenzen ihrer Netzaktivitäten nachdenken. Allzu leicht geben wir unsere Daten an die Konzerne weiter. Das neueste Ziel der Datensammler, Neurodaten. Bisher nur im medizinischen Bereich erhoben, arbeiten die Entwickler an Geräten, diese auch für andere Zwecke zu sammeln. Ist es bald soweit, die Gedanken sind nicht frei? Dara Halinan und Philipp Schütz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung haben eine vielbeachtete Abhandlung dazu verfasst. Mit ihnen spreche ich gleich. Zuvor Susan Christelli über die neue Dimension des Datenmissbrauchs. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Die Freiheit der Gedanken, sie ist das Letzte, was uns in Zeiten von Dauerüberwachung, echter und virtueller Räume noch bleibt. Doch ist das so? Ist der Mensch noch Herrscher über seinen Geist? Ja, noch. Denn sogenannte Neurodaten, Angaben zu Abläufen im Gehirn, sind das neue Ziel von Datensammlern und Konsumentenjägern. Sie wollen ran an unsere Gefühle und Gedanken, um uns besser einschätzen und kontrollieren zu können. Und die Technik macht immer größere Fortschritte. Wie weit sind wir noch entfernt von Science-Fiction-Visionen? Ursprünglich sind Neurodaten in der Medizin von Nutzen. Durch Verfahren, die das Gehirn abbilden oder dessen Impulse messen, können neurologische Erkrankungen verstanden werden. Spezielle Computertechniken ermöglichen bewegungsunfähigen Patienten zu kommunizieren. Ihre Gedanken werden auf dem Bildschirm sichtbar. Klinische Errungenschaften, die sich die Computerspieleindustrie zunutze macht. Sie versucht, Game-Controller zu entwickeln, mit deren Hilfe Spiele per Gedanken gesteuert werden können. Nur ein Beispiel, wie Unternehmen Neurodaten abgreifen wollen. Das Recht auf Datenschutz gibt es. Doch ist es gewappnet für die Biometrie, Gen- oder Neurodatenflut, die in Zukunft kommen wird? Wird der Mensch Herrscher über den Geist bleiben? Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ja, dazu begrüße ich bei uns zwei Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Philipp Schütz und Dara Halinan. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Neurodaten, das neue Schlagwort in der Datenwelt. Wer sammelt sie und zu welchem Zweck? Also ursprünglich ist das Konzept von Neurodaten in der Medizin geboren. Da gab es Menschen mit so einem sogenannten Locked-in-Syndrom. Die konnten sich nicht mehr physisch bewegen, konnten letztendlich nur noch Kraft ihrer Gedanken kommunizieren. Und man hat dort wirklich auf Grundlage einer EEG-Technologie eine Maschine entwickelt, worüber über Gedanken, Austausch die Menschen wieder über einen Computer angeschlossen kommunizieren konnten. Und so hat man halt gemerkt, dass es sogenannte Brain-Computer-Interfaces gibt, die man entwickelt, wo aber parallel dazu auch Neurodaten anfallen. Und genau diesen Daten widmen wir uns in unserem Paper. Jetzt kann man diese Daten natürlich auch missbräuchlich verwenden. Das heißt, letztendlich könnte das zur Überwachung unserer Gedanken und Emotionen führen. Dann zuerst sagen, dass es dreht sich um künftige Technologien und nicht Technologien, die wirklich jetzt auf dem Markt sind oder existieren. Aber dennoch ist sozusagen die technische Möglichkeit einmal angedacht, dass unsere Gedanken überwacht werden. Ja, genau. Und es ist in der Tat so, also dass dort ein großer Zukunftsmarkt entsteht. Der ist im Augenblick noch sehr klein. Es gibt Möglichkeiten,
ja, Steuerung über die Gedanken in Computerspiele zum Beispiel zu integrieren. Aber ein Problem, und dem widmen wir uns vor allem aus rechtsphilosophischer Sicht, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn diese Daten, die sehr subtile, ja, uns nicht bewusste Dinge letztendlich beinhalten, was passiert damit, wenn die erfasst werden, analysiert werden und letztendlich auch an Dritte weitergegeben werden? Das heißt, Sie fordern, es sollte auch die Datenschutzgrundverordnung dem angepasst werden. Ja, also Recht muss immer an Technologie angepasst werden. Datenschutzgrundverordnung wird in Zukunft die Verwendung von Informationen regulieren. Und es versucht irgendwie die Verwendung von Informationen, personenbezogenen Daten, transparent zu machen. Es hat aber zwei Stufen. Eine Stufe von normale Daten und eine zweite Stufe für sensible Daten. Und wenn man sensible Daten erarbeiten will, dann muss man, also dann gibt es mehr Kontrollen, gibt es Beurteilungen und InfoRab, also eine unabhängige Behörde, muss dann zuerst die vorgeschlagene Anwendungen überprüfen und entscheiden, dass es nicht unverhältnismäßig ist. Im Moment ist werden Neurodaten als ganz normale Daten behandelt. Und nicht als sensible. Die sollen vielleicht aber als sensible Daten behandelt werden. Man nennt also dieses Innere des Einzelnen Forum Interum. Ist der Schutz überhaupt technisch möglich? Also ich würde sagen, dass das eine Frage der Wille der Gesellschaft ist. Wenn wir als Gesellschaft sagen, dass das Forum Internum absolut geschützt bleiben sollte, und wir sagen auch, dass diese Sachen zu der Forum Internum gehören, dann klar, ist das absolut möglich. Also Technologie ist letztendlich nur ein Spiegel des Menschen. Welche Folgen haben diese technischen Möglichkeiten der äußeren und inneren Überwachung des Menschen für die kulturelle Entwicklung der Menschheit? Ja, auch das ist halt sehr zukunftsgerichtet. Also falls solche Geräte einmal massenmarkttauglich auch genutzt werden, dann haben wir natürlich größere Probleme, weil unsere Gesellschaft darauf basiert, dass Menschen kreativ sind, dass sie innovativ sind, jenseits des Mainstreams letztendlich auch mal denken und ja, es wäre also unvorstellbar, das sozusagen in so einer Gesellschaft leben zu können. Ich denke, das wollen wir auch nicht in einer Demokratie. Gedankenfreiheit ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dessen. Warum sind sich die Benutzer der digitalen Welt nicht bewusst, welche Gefahren darin lauern und geben ihre Daten so freiwillig preis? Hinter dem Bildschirm ist es einfach halt Nebel. Um zu verstehen, was mit meinen Daten passieren, muss ich zuerst verstehen, wer meine Daten gesammelt hat, an wen die verkauft werden, wer dann noch Zugriff auf diese Daten haben könnte. Und ich muss das irgendwie als eine echte Wirklichkeit verstehen. Aber wenn ich da vor meinem Bildschirm sitze und tippe, dann ist das halt nicht echt. Das ist viel zu abstrakt. Und außerdem habe ich eigentlich keine Ahnung, was da hinten passiert. Manchmal wird das irgendwo in Absatz 214 von den Nutzenbedingungen versteckt, aber manchmal nicht. Und wer liest dann die Nutzenbedingungen? Also zudem würde ich noch anmerken, dass solche neuen Technologien halt auch immer sehr sexy, cool und auch sehr angenehm sind. Es gibt ja, wie gesagt, diese zwei Seiten der Technologie, sehr angenehm sind zu nutzen. Dementsprechend muss man letztendlich auch einen kritischen Nutzer haben und ein Bewusstsein darüber, was denn im Hintergrund, wie gesagt, abläuft. Heute ist Safer Internet Tag. Als in den 80er Jahren AIDS aufkam, hat es auch eine Weile gebraucht, bis die Menschen sich an Safer Sex gewöhnt haben. Ist dies jetzt ähnlich bei den Daten? Es fehlt uns immer noch die Anekdoten und Metaphoren, um die Risiken von Daten erarbeiten zu verstehen. Also wir haben als Menschen eine Weile gebraucht, um AIDS und Safer Sex zu verstehen und um die Risiken wirklich in uns zu verstehen. Das hat sich bei Datenarbeiten immer noch nicht passiert, aber langsam kommen Anekdoten und Metaphoren vor, langsam passieren schlechte Sachen, die uns irgendwie die Risiken beibringen.
Zudem ist halt genau selbst Datenschutz auch im Vergleich zum Safer Sex eine sehr viel kompliziertere Geschichte. Das sieht man im Internet, das sieht man auch an sehr geringen Nutzerzahlen des Selbstdatenschutzes. Aber worüber wir sprechen, ist ja noch mal eine ganz andere Form von Technologie. Das sind sozusagen, das ist das Internet of Things und das ist, sind Wearables, also letztendlich Computergeräte, die wir am Körper tragen. Und da sind letztendlich Selbstdatenschutzkonzepte bis jetzt kaum diskutiert. Es ist auch sehr, sehr schwierig, Sachen, die sich sehr, sehr schnell entwickeln, zu verstehen. Sobald man irgendwie eine Anekdote und Metaphor das zu einer bestimmten Technologie oder zu einem bestimmten Zeitpunkt passt, ist das vorbei. Und dann ist die digitale Welt, hat sich das wieder erneut und dann braucht man neue Metaphoren und Anekdoten. Also Safe Sex, aber viel, viel schneller. Ja, Herr Hallinan, Herr Schütz, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Vielleicht braucht es im Internet auch den permanenten Hinweis über Risiken und Nebenwirkungen Ihrer Datenfreigabe. Fragen Sie Ihren Provider oder Computerfachmann.